KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, und ja, hallo auch von mir, hier ist der Erik. Und das war's dann heute auch schon mit den Teilnehmern, die heute hier aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr viele Filme mitgebracht, über die wir sprechen werden. Zum Beispiel Massive Talent, das neue Ding mit Nicolas Cage aus der Sneak Preview, von dem ich lauter gute Sachen gehört habe. Ich konnte leider nicht in die Sneak Preview gehen. Aber der Chris war drin und der wird dann gleich... Stimmt, du warst ja am Montag gar nicht dabei. Ja, eben. Aber ich habe schon ganz vergessen. Du hast mich gar nicht vermisst, das merke ich. Das muss ich ein bisschen weinen. Na, ja, also jedes Mal, die ganze Woche über. Weißt du, am Montagabend und schon immer geht's schon los und danach immer schon. Aber nächsten Montag, Bilderrätsel. Haha, da sind ein paar coole Sachen dabei. Aber ich muss ja sagen, ich habe jetzt schon mal ein bisschen im Voraus geschaut. Die im August, die sind der Hammer. Juli. Die im Juli sind der Hammer. Genau. Okay. Wir sind erst im Juli dann. Jetzt haben wir erstmal Juni. Ja, also Massive Talent, von dem ich gehört habe, dass das Nicolas Cages beste Rolle war und das völlig unironisch gesagt wurde. Bin ich gespannt, was der Chris sagt. Der hat hier noch, mal sehen, was er berichtet. Dann werden wir natürlich wieder tippen, was eventuell morgen in der Sneak Preview kommt hier in Stuttgart. Und ich habe mir einen Film ausgeliehen gehabt hier. Es gab es mittlerweile jetzt digital, nämlich Ambulance, den neuen Michael Bay-Film. Da werde ich dann berichten. Und wir haben einen Rezensionsscreener bekommen von einer Blu-ray, die jetzt Ende des Monats, glaube ich, erscheint fürs Heimkino, nämlich französische Komödie, würde ich es mal nennen, Die perfekte Ehefrau. Und mal gucken, was wir da so, wie uns das es so es geht dabei hat. Nicht um Anna de Armas, habe ich festgestellt. War ein bisschen traurig. Aber Juliette Binoche war dabei, aber sie war nicht die perfekte Ehefrau. Ja. Na gut, gucken wir uns nachher mal an. Beginnst du mal mit Massive Talent. Oh ja, wenn ich darf. Sneak Preview, sehr gern. Jetzt bin ich gespannt. Massive Talent, also im Original heißt du, wie heißt du? The Unbearable Weight of Massive Talent. Massive Talent handelt von einem Schauspieler, nennen wir ihn Nicolas Cage, gespielt von Nicolas Cage, der einst ein absoluter Superstar war und ist. Und ich meine, ich glaube, jeder kennt irgendwie einen Film von Nicolas Cage. Und eben Nicolas Cage hat ein großes Problem, weil seine Karriere ist irgendwie hinüber und ihn drücken Schulden und seine Tochter hat auch keinen wirklichen Bock mehr und Draht auch zu ihm, also Bock auf ihn und keinen Draht mehr. Das führt dazu, dass eben dieser Nicolas Cage seinen Manager anruft. Der Manager ist, im Film heißt er, ich muss kurz nachgucken, Richard Fink, also Fink ist sein Agent, gespielt von Neil Patrick Harris, den kennen wir auch, Doogie Howser und Barney Stinson und solche Sachen, und möchte eigentlich dann beschließt, weil er seine Traumrolle, die Rolle, die für ihn geschrieben wurde, wo er genau reinpassen würde, auch wieder nicht bekommen hat und deswegen will er eigentlich seine Karriere beenden. Und da kommt die Einladung eines Multimillionärs genau rechtzeitig, der nämlich sagt, hey, oder Milliardär sogar, Milliardär ist Javier Gutierrez und der lädt ihn ein zu seiner Geburtstagsfeier als Stargast und möchte ihm dafür $1 Million zahlen. Der Agent von Nicolas Cage sagt natürlich, okay, cool, mach das, wenn du möchtest. natürlich möchtest du das nicht, wenn du es nicht möchtest, aber natürlich machst du es, wenn du es machen möchtest. Um eben dann nochmal an die Kohle ranzukommen. Und Nicolas Cage sieht es quasi so als Abschluss seiner Karriere und macht sich dann dort auf die Reise nach, ich weiß nicht, ich glaube, irgendeine Insel bei Mallorca oder sowas war es im Endeffekt. Und ja, soll dort dann eben bei der Geburtstagsfeier auftreten. Was Nicolas Cage noch nicht weiß, Javier Gutierrez wird gespielt von Pedro Pascal, den kennen wir auch aus ist der Mandalorianer, ne? Daher kennt man ihn ganz gut. Und es ist nicht alles so wirklich, wie es scheint vor Ort, weil plötzlich ein Schwenk rumgeht, als er in Mallorca ankommt und es wird auf zwei CIA-Agenten geschwenkt, die quasi Nicolas Cage in Augenschein nehmen und ihn als Spion einschleusen wollen, weil
Gutierrez Javier soll ein großer Mafia-Boss sein. Javier selbst hat ein Drehbuch geschrieben und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Nicolas Cage die Hauptrolle übernimmt, weil das genauso passen würde. Nur Nicolas Cage weiß gar nichts von dem Drehbuch und lebt eigentlich echt in seiner eigenen Welt. Unterhält sich auch immer mal wieder mit seinem jüngeren Nick Cage. Also das ist wirklich ein CGI von Nick Cage, wie er einfach früher war. So, auch von der Frise her. Einfach absolut herrlich. Und ja, es entwickelt sich dann zu Beginn erstmal diese ganze Geschichte eben von Nick Cage mit, oh, wie komme ich an Geld und meine Karriere ist eigentlich rum, wir sind wieder da, obwohl wir nie weg waren, ist so der beste Spruch überhaupt. Und es kommt dann eben immer mehr zu diesem, zu sehr skurrilen teilweise Szenen, weil er gar nicht weiß, was da abgeht. Das CIA schleust ihn dann, wie gesagt, als Agent ein und er rutscht dann einfach in seine Actionheld-Rolle rein und spielt quasi im realen Leben einen Actionhelden und einen CIA-Agenten, einen Undercover-Agent, was er total spannend findet. Und ja, im Endeffekt kommt vieles anders, als man denkt. Und es gibt sehr viele, sehr skurrile Szenen in diesem Film, der eigentlich komplett Spaß macht. Also der dauert 108 Minuten und macht 108 Minuten eigentlich echt Freude. Ist ausgeschrieben als Actionkomödie und zeigt ganz arg viele Facetten von Nicolas Cage. Zeigt auch absolut, dass der Mann durchaus in der Lage ist, sich überhaupt selber nicht ernst zu nehmen. Und das steht ihm teilweise wirklich richtig, richtig gut. Pedro Pascal spielt unfassbar cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was die beiden für eine Dynamik entwickeln als ungleiches Duo. Es wird so eine richtige Bromance am Ende noch. Und ja, es ist nichts anderes, als dass Nicolas Cage am Ende die Rolle seines Lebens spielt. Und es geht um seine Familie, es geht um sein Leben, es geht um alles. Ich glaube, da ist auch sehr viel Autobiografie drin, wenn ich das so höre. Weil der hatte ja wohl irgendwie, der hatte ja eine ganz schillerndes Privatleben. Also er hat ja irgendwie mehrmals verheiratet und hat er irgendwelche Anwesen gekauft, hat er irgendwo in Bayern oder Franken mal irgendwie so ein Schloss gekauft, was er dann auch wieder verkaufen musste aus Geldnot oder so. Ja, ja. Und irgendwie hat er dann auch da gab es dann so eine Phase, wo er dann jede Menge so scheiß Ramschfilme, die in der Videothek in der untersten Regal normalerweise stehen. Ja, wo halt direkt ja. Video on auf Blu-ray oder ja. Sowas direkt rauskam. Also gefühlt, aber er hat ja auch einen Oscar gewonnen, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber das war früher. Das war halt hier Leaving Las Vegas das war eine ganze Zeit früher. Da hatte er ja noch, also es gab ja Zeiten, da waren Filme mit Nicolas Cage, wenn ich überlege, The Rock mit John Connery und Nicolas Cage, fand ich großartig. War ich mal Oscar. The Rock, ja, übrigens, The Rock gibt es auch Anspielungen, gibt auch Ausschnitte von dem Film. Gibt auch von Con Air Ausschnitte. Und ja, Con Air, genau. Oder wo auch was damals auch ein ziemlicher Kinoerfolg war, den ich jetzt, ja, den habe ich auch gesehen damals im Kino, fand ich ganz okay, hätte ich jetzt aber nicht damit gerechnet, dass das so ein Riesenerfolg wird. Aber da konnten halt viele Dates, da konnten halt die Jungs, hatten halt Nicolas Cage in dem Film und die Mädels hatten halt auch was, war 2 Millionen Dollar Trinkgeld, ich weiß nicht, ob den kennst. Oh ja, 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 klar. Und das war so die Phase irgendwie gefühlt in den 90ern, wo der dann so richtig mit guten Leuten zusammengearbeitet hat, gute Filme gedreht hat. Und irgendwie dann in 2000ern, wo dann so Lord of War und sowas kam, das war dann schon so, da ging es dann eher so ein bisschen tiefer. Und dann gab es irgendwann so einen Knickpunkt. Für mich war das so gefühlt bei Ghost Rider. Ghost Rider und Duell der Magier. Weil das war ja so. Ghost Rider, er mag ja selber auch irgendwie Comics und so und er wollte halt gern was mitspielen, hat sich ausgerechnet so einen Müll ausgesucht. Und, und danach, ja, dann das mit den ganzen Tempelrittern da, diesen Quatsch da. Naja. Hat der Erik jetzt nicht gesagt. Naja, hier das Vermächtnis des Buches oder sowas und wo sie dann auf der Unabhängigkeitserklärung rumradieren und irgendwas verbrennen und dann eine Seite verbrennen und dann wird was sichtbar. Hey, Riesenquatsch, ey. Das war wirklich ja. Indiana Jones für Arme. Man merkt in dem Film, dass Nicolas Cage alt geworden ist. Definitiv. Von seinem ganzen Bewegungsablauf auch teilweise ist einfach herrlich. Der ist ja jetzt auch, der ist 1964 geboren. Also
Der ist jetzt auch schon eine Ecke älter. Fast 60, aber es macht wirklich Spaß. Fast 60, es macht wirklich Spaß. Also ich kann es jetzt so hinten raus, kann ich echt nur sagen, hey, kann man sich tatsächlich angucken, weil wenn man Nicolas Cage mag, dann sowieso, dann sollte man den Film auf jeden Fall anschauen, weil es einfach, ja, es ist einfach cool, es ist einfach richtig gut gemacht und es bringt alles mit. Ah ja, es gibt auch noch natürlich, also neben dem gerade schon erwähnten Film Con Air, The Rock, gibt es auch noch Anspielungen auf Nur noch 60 Sekunden, wo er ja sämtliche Autostunts hat er selber gemacht. So, du fährst, ich kann nicht fahren. Doch, ich habe nämlich aus dem Dingsen, aus der Quelle weiß ich, dass du Dingsen hier alles dann selber gemacht hast. Okay, ich fahr selber. Also, es ist einfach so herrlich bescheuert, Banane. Und das aber wirklich die komplette Zeit durch. Und das macht's so herrlich. Also wenn man sich wirklich drauf einlassen kann, macht's richtig, richtig Spaß. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, nicht nur für Nicolas Cage-Fans, sondern einfach für Leute, die durchaus mal wieder einen Schauspieler sehen möchten, der massiv Talent hat, das durchaus zeigt und einfach auch Bock hat, sich selber zu spielen und was einfach gut ankommt. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich gebe ihm 8 von 10 Punkten, kann ich es auch noch gleich sagen. Ja. Damit liegst du ja quasi, ich habe gerade Rotten Tomatoes auf, da liegt sowohl die Kritik bei 87% als auch der Audience Score, also das Publikum 87%, was eigentlich immer sehr selten ist, dass sich so die Kritiker und das Publikum einig sind. Ne? Meistens ist es dann irgendwie andersrum. Und ja, also habe ich auch schon viel Gutes drüber gehört. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich da nicht konnte, aber das hat mich echt ausgeschert. Und ja, ich werde ihn mal versuchen, irgendwie so mal mitzunehmen. Vielleicht husche ich da mal hier um die Ecke ins kleine Kino. Wenn der da läuft, dass ich den mal rechtzeitig noch mitnehme. Und ja, das klingt ja schon mal gut. Ich schaue gerade mal hier, wie die restlichen Leute, die so ihre Stimme ja, abgegeben zwei, haben. Ja, 2, 3 Punkte, 9 Punkte, so alles so ein bisschen drin. Irgendwie sieht das jetzt anders aus bei mir hier. Ja, da stehen jetzt Prozentzahlen. Ne? Ja, und die Bilder sind nicht mehr da von den Leuten. Ja, ich finde es so komisch. Bisschen hat sich irgendwas geändert hier? Facebook, Meta, wie wir Insider sagen, Meta. Der Meta-Konzern baut hier dran rum. Sieht aber fast so aus, als würde es doch so zwischen 5 haben auch mittelmäßig, 7 haben eigentlich, ja, 9 sogar. 6, 7 wird so ein also Rennen. War bestimmt auf jeden Fall eine geile Sneak da, so, wenn man überlegt, was wir sonst manchmal so hatten. Da so ein spaßigen Nicolas Cage-Film. Ja. Ich hoffe, es gibt wieder viel Meme-Potenzial da mit irgendwelchen Nicolas Cage-Bildern. Definitiv eigentlich, ja. Das kann ich auch schon sagen. Auch einiges rüberschwappen. Und ich merke mir den auf jeden Fall vor. Und ich schaue gerade mal, der Tipp, damit du nicht alles machen musst, der Tipp für die nächste Sneak lautet: Die Uhr tickt. Das ist dann die Sneak 1115. Und wie gesagt, es gibt ein Bilderrätsel wieder, wo es wieder was zu gewinnen gibt. Mal gucken, was der Chris da alles mitbringt. Wahrscheinlich irgendwie Popcorn-Gutscheine oder Freikarten oder so. Mal schauen. Ja, und dann auch was aus der Close-Up-Tüte. Und die Tipps, die dazu eingegangen sind, mein persönlicher hin wäre die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Könnte passen, wegen die Uhr tickt und so, leicht gekürzt vielleicht. Dann hat jemand getippt, meine Stunden mit Leo. Sagt mir gar nichts. Klingt aber irgendwie danach, als ob da jemand vielleicht nur noch eine bestimmte Zeit zu leben hat und da noch was erleben will oder so. Und die Kate hat getippt, The Black Phone, sprich nie mit Fremden. Mal schauen, ob da irgendwas davon kommt. Horrorfilme sind aber schwierig dann, das Sneak Preview, da geht dann nochmal die Hälfte. Schauen wir doch mal. Okay, was haben wir denn noch? Achso, nee, jetzt machen wir erstmal die Kinocharts und Neustarts, weil wir den Kinobereich dann erstmal abhaken. Kinocharts und Neustarts. Charts. Immenhof 2. Das große Versprechen hier auf oh, das war mein Versprecher. 5 in den Kinocharts. Der Pferdefilm. Jetzt, wo die Ferien kommen, das kann ja nur gut laufen. Ja, auf Platz 4. Mia and Me, das Geheimnis von Zentopia. Da gibt es ein Einhorn. Das ist ein Einhorn. Ja, ich Oder ist es ein Pegasus? Weil es hat ja auch Flügel. Man weiß es nicht. Ein Pegahorn. Everything, Everywhere, All at Once auf Platz 3 in Stuttgart. Der hält sich lange. Dann müssen wir vielleicht auch mal gucken irgendwie, ne?
Dann auf Platz 2 Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Da habe ich jetzt gelesen, dass der noch im Juni, also in diesem Monat, auf Disney Plus kommen soll. 22. oder so, ne? Also nochmal schnell ins Kino gehen, weil ich glaube, es ist ein Film, der braucht so ein bisschen die große Leinwand auch. Es sei denn, ihr habt einen riesigen Fernseher zu Hause oder der Betrachtungsabstand ist sehr niedrig, dass der Fernseher riesig wirkt, dann funktioniert es vielleicht auch. Platz 1, Top Gun Maverick mit Tom Cruise, von dem ich immer nur Gutes höre. Kann mir irgendjemand mal was Schlechtes schreiben, dass ich da wenigstens sage, okay, ich gehe doch nicht rein. ich gucke gerade mal, was in den USA. Top Box Office ist auch Top Gun Maverick, Doctor Strange auch 2. Auf Platz 3 The Bob's Burger Movie. Da gab es doch mal so eine Zeichentrickserie. Ja, ja, das Bob's passt, Burgers, das ist genau das. Downton Abbey 4. 5 ist The Bad Guys, den fand ich ja auch geil. Ja, den Zeichentrick, Animationsfilm. Ja, ist da noch irgendwas Ungewöhnliches drin? Lost City hat man. Man. Nur Man. Was ist Man? Von Alex Garland mit Jesse Buckley und Rory Kinnear. Eine junge Frau muss nach dem Tod ihres Ex-Mannes alleine Urlaub auf dem englischen Land machen. Klingt nach so einem Sneak-Film. Okay. Und was startet neu jetzt am 9. Juni in den Kinos? Schon wieder ein Versprechen. Ein großes Versprechen startet da. Drama um ein Ehepaar, das sich frisch in der Rente befindet, jedoch erst lernen muss, den neuen Alltag miteinander zu bestreiten. Von Wendler Nölle mit Dagmar Manzel, Rolf Lassgaard, Wolfram Koch und anderen und weiteren. Dann steht hier zwar drin bei Kino.de, dass Hustle anlaufen würde, aber der läuft auf Netflix an. Vielleicht hier bei Filmstarts steht es auch nicht mit drin. Vielleicht gibt es einen begrenzten Start, damit er in irgendwelchen Preisverleihungen mit teilnehmen kann. Mhm. Der soll nämlich sehr gut sein mit Adam Sandler, der einen so ein bisschen, ich glaube, es klang so ein bisschen wie diese Jerry Maguire-Geschichte, irgend so ein Sportmanager, der da so einen Schützling unter seine Fittiche bekommt und den da versucht zu pushen und so. Klang sehr spannend, will ich mir auf jeden Fall auf Netflix angucken. Also geht um Basketball dann auch. Aber was läuft dann doch noch an? Wahrscheinlich Belle, ein Anime-Film von den Machern von Summer Wars und Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, von Mamoru Hosada. Also die es wissen wollen oder die es kennen, die werden wissen, um was es sich da handelt und ob es sich lohnt, da reinzugehen. Die Synchronstimme, die Deutsche, spricht übrigens Lara Loft. France oder France läuft noch an. Eine Dramödie über eine Star-Reporterin, Lea Seydoux, die in eine Abwärtsspirale gerät und neu anfangen muss. Von Bruno Dumont mit Lea Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay und weiteren. Hat mich schon interessiert. Ich verteile euch ja auch immer das, was wir von den Filmverleihern so bekommen. Mhm. Und das klang interessant, die Story. Und interessiert mich so ein bisschen. Vielleicht kriegen wir da mal einen... irgendwie einen Screener oder sowas. Übrigens, Lea Seydoux, die könntest du vielleicht kennen, weil die hat das Videospiel Death Stranding wurde ja mit Motion Capturing gemacht und sie hat die Rolle der Fragile oder Fragil. Mhm. Ich weiß nicht, ich kenn das Spiel nicht. Ansonsten kennt man sie vielleicht auch aus James Bond. Ja. Das ist ein Drama. Zum Tod meiner Mutter, Jessica Krummacher, die sich mit ihrem Langfilmdebüt Totem, der 2011 in Venedig in der Kritikerwoche lief, als eigenstimmige Regiestimme empfahl. Oh, das klingt nach so einem Sneakfilm. Legt mit Tode einer Mutter ihren zweiten Langspielfilm vor. Die von Birte Schöning gespielte Protagonistin spricht selbst den Titel aus, direkt in die Kamera. Wie auch der Arzt. Ich verstehe nicht, worum es da geht. Ach so, hier unten steht es dann, in der letzten Zeile steht es. Wie auch der Arzt von Julianes Mutter Kerstin, die unheilbar krank ist und sterben will. Da geht es wahrscheinlich um so ein Sterbehilfedrama. Okay. Sundown, Geheimnisse in Acapulco, auch ein Drama. Drama um einen Mann, der in Acapulco vor Familienproblemen davonläuft. Mit Michel Franco, mit Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Jautza Larios. Tim Roth und Charlotte Gainsbourg. Tim Roth. Roth heißt Tim der. Roth. Und Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, Tim Roth. Dann ein Film, den ich vielleicht auch gerne das nie gesehen hätte. Ich glaube, der hat nicht so einen Riesenstart. Mit Herz und Hund. Da geht es um ein Rentnerpaar und die lernen sich auf ihren Spaziergängen mit ihren Hunden kennen und
Genau, da gibt es am Anfang ein bisschen Beef, weil da irgendwie der Mann, habe ich irgendwie den Trailer gesehen, der lässt seinen Hund nicht angeleihen, der geht dann auf den kleinen Yorkie von der Frau los und so und dann lernen die sich halt kennen. Das sah ganz süß aus. Okay, dann läuft noch an Risiken und Nebenwirkungen, eine Komödie. Bei der Pilates-Lehrerin Katrin wird nach einer Vorsorgeuntersuchung ein Nierenleiden festgestellt. Nun braucht sie dringend eine neue Niere, also könnte ihr Mann Arnold eine seiner Nieren für seine Frau abtreten. Naja, mit Samuel Finzi, Inka Friedrich, Thomas Mraz. Okay. Ich gucke gerade auf Tour. Zu Fuß. Zu Fuß. Geht es um zwei Musiker. Zu Fuß. Die sich im Corona-Jahr zu Fuß auf eine Konzerttour durch die Vorarlberger, Tiroler und Allgäuer Alpen begeben. Okay. Da. Ich glaube, das war es jetzt mit den Neustarts der Woche. Mehr kommt da nicht. Besser wird es nicht, kann man auch sagen. Und ich habe noch einen, wir haben beide einen Film gesehen, nämlich einen Rezensionsfilm. Die perfekte Ehefrau heißt der. Aber das ist doch jetzt Heimkino, oder? Da sind wir im Heimkino, ja. Ach so, du willst den Trenner haben? Ja, komm mal auf. Ja. Heimkino. Jetzt haben wir schon so schöne Trenner hier, dann müssen wir sie auch benutzen. Die perfekte Ehefrau von Martin Provost, ein französischer Regisseur, der sehr viel gedreht hat, irgendwie eine riesenlange Liste. Aber wen man kennen könnte, wäre Juliette Binoche in der Hauptrolle des Ganzen. Und ihren Mann, der kam ja auch irgendwie bekannt vor. Den hat man auch schon in diversen französischen Filmen gesehen. Ich komme gerade nicht so recht auf den Namen, wer das war. Hier François Berléand heißt der auf jeden Fall. Aber ich gucke gerade mal, woher ich den kenne oder woher wir den kennen, weil wir hatten ja einige französische Filme. Ach, bei Transporter hat er zum Beispiel auch mitgemacht, sehe ich gerade. Das sind hier so die ersten Sachen, die bei IMDb. Schmetterlinge im Ohr. Ach, guck an, ja, siehst du mal, den hatte ich ja. Ja. Man wird älter. Die perfekte Ehefrau. Es geht um ein Internat im Elsass und das wird am Anfang mal so kurz erläutert, dass da auf dieses Internat schon seit vielen Jahrhunderten die angehenden Damen für die High Society hingeschickt wurden, also Mädchen, die so die wichtigsten Grundlagen lernen sollten, um in der besseren Gesellschaft irgendwie gut anzukommen. Das heißt, Manieren zu lernen, den Haushalt zu führen, eine gute Ehefrau zu sein. Deswegen heißt es auch eine perfekte Ehefrau oder die perfekte Ehefrau. Und mit allem, was da so dazugehört, mit allem, was so damals auch so die Lehren waren, wie sich eine Frau zu benehmen, zu verhalten hat. Und dieses Internat hat gefühlt, also die Story spielt so ein bisschen nach dem Krieg irgendwie, 50er Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Internat hat gerade so wieder geöffnet und nehmen so wieder den ersten Schwung Damen auf, was aber schon deutlich weniger ist, als es noch vor dem Krieg war. Und es hat sich, ja, du wolltest irgendwas sagen, oder? Nein, alles gut. Es hat sich da auch einiges geändert gehabt dann mittlerweile. Und die jungen Mädchen, die dort auf das Internat kommen, man merkt denen schon an, dass so ein bisschen, da ist nicht mehr so dieses alte, diese alten Verhaltensweisen, die man vielleicht so kannte aus irgendwelchen alten Filmen, wie sich da manche benommen haben und so ganz unterwürfig, sondern die haben schon so ihre eigene Meinung und denen muss erstmal so ein bisschen Licht ans Fahrrad gemacht werden, dass sie sich da auch so unterordnen, den Regularien in dem Hause. Und ist der Vater oder der Ehemann von Juliette Binoche, der leitet das ganze Internat und der verstirbt dann aber plötzlich und sie steht dann mehr oder weniger allein da und stellt fest, dass da auch finanziell einige Schwierigkeiten auf das Internat zukommen und sie begibt sich dann, also die Story ist dann so ein bisschen sehr zerfasert, finde ich. Sie fährt dann, glaube ich, nach Straßburg und geht dort zur Bank, zu ihrer Hausbank und trifft dann jemanden, den sie eigentlich schon längst oder den sie gar nicht mehr gerechnet hatte, der im Krieg irgendwie verschollen war oder zu dem sie keinen Kontakt mehr hatte. Und ja, sie hatte halt dann den
kennengelernt, der das Internat leitet, hat ihn geheiratet, weil sie ist ja dann auch so diese, sie will ja auch diese perfekte Ehefrau sein und sich da unterordnen und der Mann soll alles machen und jetzt muss sie sich langsam da reinarbeiten, dass sie das alles leiten muss, auch die Finanzen alles und sie transportiert immer noch diese Moralvorstellungen, die da seit Jahrhunderten in diesem Internat gelehrt werden, aber man sieht schon, die Zeit hat sich weiterentwickelt und sie lernt auch selber, dass sie mit den alten Vorstellungen nicht mehr weiterkommt. Auch in ihrem eigenen Leben kommt sie damit gar nicht mehr zurande und muss dann auch, halt auch selber ein bisschen sich fortschrittlicher entwickeln. Und ein Wermutstropfen war das Ganze noch, oder mehrere Wermutstropfen. Der eine davon ist meine, in Anführungszeichen, Lieblingsdarstellerin. Yolande Moreau trat überraschend auf. Die stand noch nicht mal bei der IMDb drin, dass sie da mitspielt. Das habe ich jetzt vorhin mal nachgetragen. Und sie spielt die jüngere Schwester von dem Ehemann, der da verstirbt und die halt auch in diesem Internat mit tätig ist als Kochlehrerin, also für die Hauswirtschaft sozusagen. Und sie bringt den Kochen bei und im Garten, was man ernten kann und wie und was und schälen und Kartoffeln schälen und so machen und so. Und es ist auch noch eine Nonne mit im Haus und die sind irgendwie dann zu dritt, die drei Frauen, die das Ganze leiten und ja, die Mädchen, die begehren halt auf und die kommen halt auch irgendwie gefühlt alle aus der... Das klingt alles an der Rothaarigen. Aus so ein bisschen, ja, die Nonne ist dann gleich erstmal, dass da eine Rothaarige dabei ist und sie sieht dann halt den Teufel in ihr und so. Sie kommen auch irgendwie aus der Region, das heißt, wenn sie mal ausbüchsen, dann wissen sie auch gleich, wo sie hingehen und manche haben da auch schon so Freunde draußen und dann das Ganze irgendwie so plötzlich gegen Ende wird noch was aus dem Hut gezaubert. Ja, da gibt es irgendeine Riesenveranstaltung in Paris, wo alle ganz wichtig und da müssen wir drauf hinarbeiten. Das beste Hauswirtschaftsinternat der Welt wird da gekrönt oder Frankreichs wahrscheinlich nur. Und das wird dann irgendwie plötzlich drehbuchmäßig aus dem Hut gezaubert, damit da noch ein bisschen Drive reinkommt und ja, da passieren noch ein paar Sachen und dann macht sich die ganze Bagage auf dem Weg nach Paris und ja. Mittlerweile haben sie alle irgendwie ein bisschen dazugelernt gehabt und ich muss sagen, ich habe es mit meiner Frau angeguckt, weil ich dachte, das wäre so eine schöne französische Komödie. Und ab einem bestimmten Punkt waren wir beide raus. Also ich war schon sehr vorsichtig, als ich da meine Lieblingsdarstellerin erkannt habe. Weil ich dann gesagt habe, oh, die kann ich überhaupt nicht leiden. Und meine Frau ist da ja unbefangen, sie kennt die jetzt nicht weiter so großartig. Ne? Aber auch sie war ab einem bestimmten Punkt von dem Film einfach raus. Der Chris kann sich's denken. Also ich weiß nicht, ob wir es nennen wollen. Es gibt dann halt so eine Szene, da habe ich gedacht, oh nee, die werden da jetzt nicht anfangen zu singen und zu tanzen. Und genau so passiert. Das deutete sich nämlich schon so an. Und wie? Und das Beste ist ja, sie sind dann irgendwie auf dem Weg nach Paris. Ich habe mich schon gefreut, okay, mal Paris in den 50ern zu sehen und so, wie sie das darstellen. Nee, man sieht einfach Paris nicht. Man sieht da bloß so einen CGI-Quatsch, wo man im Hintergrund irgendwie einen völlig zu großen Eiffelturm sieht, der da gar nicht so groß aus der Ferne so zu sehen ist. Aber wahrscheinlich nur, um zu zeigen, ah ja, übrigens, da ist Paris. Ne? So, Ah, nee. Ja. Ich sag mal so, schwierig. Also, ich fand den Film unfassbar vorhersehbar. Das hat mich echt schockiert. Ich fand, der hat so verwirrende Story-Wendungen genommen, wo irgendwas aus dem Hut gezaubert wurde, was man überhaupt nicht vorhergesehen hat. Da gab es plötzlich dieses Riesending in Paris. Da gab es. Ja, war doch klar, dass sie nach Paris gehen, dass da irgendwas plötzlich diesen Typen da, der da bei der Bank arbeitet, den sie irgendwie. Von dem war vorher noch nie die Rede. Wird plötzlich aus dem Hut gezaubert. Ja, aber trotzdem, also ganz arg viel von den. Ja, der Rest ist völlig vorhersehbar, hast du recht. Strengen, also ganz schlimm vorhersehbar. Und einfach relativ lieblos. Ich fand es lieblos gespielt teilweise. Es gab ein paar lustige Szenen, wo die dann Auto fahren, wo ich mich dann auch gefragt habe, erst was für ein Quark. Erst kannst du es gar nicht. Auto fahren. Oh Gott. Erst kannst du es gar nicht und dann kannst du es auf einmal und warum lässt man nicht die Nonne fahren, die fahren kann und ja. Nee, es tut mir echt leid, also es steckt bestimmt auch in diesem Film sehr viel Arbeit, aber, damit lösche ich alles, was ich gerade eben gesagt habe. Ich bin der Meinung, es war teilweise, ja, wie du sagst, verwirrend, aber doch unfassbar vorhersehbar. Und
hat mich zu keinster Weise gecatcht, weil ich einfach die ganzen Figuren so lieblos dahingezeichnet fand. Und das war so ein 0815 Comedy-Ding mit: Oh ja, und eine Nonne, oh, wie wird die sich wohl verhalten? Oh, irgendwann wird sie sagen, im Namen des Vaters, ihr habt recht. Und, sorry, das... Nee, einfach nee. Es hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Es hat mich nicht wirklich abgeholt. Und ja, die Story ist halt auf dem Bierdeckel erzählt. Also. Aber ja, das hätte man so inszenieren können, sag ich mal, als ein Club der Toten Dichter im Bereich hier Frankreich, der ja Beginn der sexuellen Revolution, das war jetzt noch nicht ganz so, also 50er Jahre war jetzt, war dann eher ja in 60ern oder so, wo das richtig dann losging, und da hätte so viel drin gesteckt, aber diese verrückten, also diese seltsamen Story-Wendungen, also ja, wie auch, dass die plötzlich da anfangen mit Singen, ja, im ganzen Film nichts dergleichen, ja. War doch, wie gesagt, für mich war es komplett klar, dass das passieren wird. Dass sie singen. Dass sie singen und tanzen. Okay. Vor allem, wie episch lang die dann das teilweise machen. Ach ja. Also ich hatte gedacht, okay, wenigstens haben sie nicht am Anfang gesungen, da hätte ich gleich ausgemacht, weil das hätte ich gesehen, okay, das ist definitiv nichts für mich. Aber gut, ich meine, es gibt auch Filme wie bei La La Land, wo sie am Anfang wirklich aus dem Auto aussteigen und singen. Das fand ich halt einfach an dem Moment, hat es irgendwie gepasst. Ja, das hat irgendwie, es war gut inszeniert. Hier war es irgendwie nur so ein bisschen bäh, wo sie dann irgendwie, da lassen sie ihren Bus stehen und wollen dann laufen den Rest nach Paris. Hallo? Also. Ja, damit man singen und tanzen kann, ist doch klar. Also, da waren so viele Sachen, so Facepalm-Szenen drin und. Ach nee, ich bin damit echt mit viel guten Willen rangegangen. Ich wollte ihn eigentlich ganz gut finden, weil ich dachte, oh, Juliette Binoche mal wieder sehen und so. Und ja, hat übrigens ein César gewonnen, den französischen Filmpreis fürs beste Kostümdesign. Okay, das mag sein, so 50er Jahre. Aber nominiert war zum Beispiel auch die Best Supporting Actress, Noémie Lvovsky heißt die. Die hat... Die Nonne gespielt. Yolande Moreau war sogar nominiert. Supporting Actor Edouard Baer. Ich glaube, das ist der Bank. Ja, der Typ aus der Bank, genau. Ja, Production Designer, ich weiß nicht. Also, nee, meins war es nicht. Das hätte meins auch nicht. Aus der Rubrik hätte gut werden können, aber leider nicht. Und ja, ich weiß gar nicht. Also auch diese ganze Wandlung, ja, diese Entwicklung von, ja, wir predigen jetzt diese altertümlichen Werte, nenne ich es jetzt mal, die jetzt schon längst überholt sind, und dann plötzlich ist alles anders. Ne? Also das war einfach nicht klar. Also das Drehbuch hat einen nicht richtig mitgenommen. Und das ist eigentlich falsch. Was jetzt bei Club der Toten Dichter zum Beispiel, das war immer nachvollziehbar. Ne? Warum haben sich Personen jetzt so geändert, oder warum haben die jetzt diese Ansicht darüber, oder wer hat welche Erfahrungen in irgendeiner Hinsicht gemacht? Nee, also von mir, ich habe hier noch gar nichts drin. Ich glaube, ich war irgendwie bei drei Punkten. Ach, hast du auch, sehe ich gerade. Okay, ja. Ja, genau. Ich bin auch bei drei Punkten. Drei Punkten, die perfekte Ehefrau. Also müsst ihr jetzt überlegen, ob das dann was für euch ist. Ich schaue mal ganz kurz hier bei, ich glaube bei Amazon oder so. Guck ich mal, darf man das sagen? Ja, doch. Die perfekte Ehefrau, wann das dann im Heimkino erscheint. Wer das auch sehen möchte vielleicht. Oh, ist noch gar nicht gelistet hier. Ich dachte, das kommt bald. Oh, um Gottes Willen, was zeigt mir jetzt hier Amazon bei Die perfekte Ehefrau? Da weg. Schnell weg. Ich habe noch einen Film gesehen, nämlich Ambulance. Zack, ist in deinem Suchalgorithmus drin. Viel Spaß. Oh je, oh je. Ambulance. Der Michael Bay-Film tatsächlich. Dem hatten wir irgendwie mal einen Trailer gesehen und mal besprochen. Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, Yahya Abdul-Mateen II. Und Isa Gonzalez spielen mit. Yahya Ding Dong. Und ich wollte jetzt keinen Namenswitz machen hier. Ich habe ihn gemacht, ist mir egal. Okay. Ich kenne nichts. Also, die Hauptrolle spielt dieser William Sharp, dieser Yahya Abdul-Mateen II.
den ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen hatte in irgendeinem Film. William Sharp hat eine Frau, die hat ein Kind und wir erfahren, dass er ziemlich viel zu tun hat mit Krankenversicherungen, Telefonaten, die eine Krebsbehandlung nicht bezahlen wollen. Ist ja in den USA ein deutliches Thema, auch dass da vielfach, ja gerade auch wer wenig verdient oder so, dass dann vielfach Behandlungen nicht bezahlt werden. Und er kommt dadurch in eine prekäre Situation, weil er hat auch kein Geld und versucht einen Job zu finden und er verspricht seiner Frau, dass er sich kümmert und hat auch ein Vorstellungsgespräch. Und auf dem Weg zu diesem Vorstellungsgespräch geht er bei seinem Bruder, gespielt von Jack Gyllenhaal, was ein bisschen überraschend ist, weil der eine ist halt ein African-American und Jack Gyllenhaal ein Weißer, ne? Und das erfahren wir dann aber relativ schnell, dass die beiden wirklich sind Brüder, die sind zusammen aufgewachsen. Er ist halt adoptiert worden von der Familie von Jack Gyllenhaal. Und der Vater von Jack Gyllenhaal war ein berühmter Safeknacker, Bankräuber. Ja, der wurde aber nie so richtig gefasst und konnte der Polizei immer ein Schnippchen schlagen. Und auch Jack Gyllenhaal ist da kein Kind von Traurigkeit. Und als er seinen Bruder besucht und er will ihn um ein bisschen Geld bitten, damit er mit der Krebsbehandlung zumindest erstmal anfangen kann, und den Rest will er dann bei seinem Job, für den er sich vorspricht, oder bei einem der Jobs dann verdienen, um dann... Das geht aber dann relativ schnell, weil als er Jack Gyllenhaal da trifft, man sieht schon, der hat viel Geld, also da stehen wirklich Luxusautos und alles, und der ist gerade was am Plan dran, wenn man es so nennen möchte, wie bei Bang Boom Bang, was am Plan dran. Am Plan. Und da kommen schon plötzlich lauter Leute rein und dann sind irgendwelche Lieferfahrzeuge und die werden präpariert und alles, und so mitten in diesem Ding redet er mit seinem Bruder und die planen nämlich gerade einen riesigen Bankraub von zig Millionen, waren 30 Millionen Dollar, die nämlich in einer Bank liegen, die da eigentlich nicht liegen sollten, die eigentlich die FBI abholen möchte am nächsten Tag. Und da haben sie halt ein enges Zeitfenster und deswegen geht es gleich los. Und sie nehmen ihn gleich mit. Er soll eigentlich nur, weil sie gerade jemanden noch brauchen, er soll noch Schmiere stehen oder so. Und er wird dann aber voll mit reingezogen und dann kommt das, was man auch schon im Trailer sieht. Wir sehen dann auch noch so eine zweite Story aufmachen, nämlich Isa Gonzalez ist eine Rettungssanitäterin, die mit einem neuen Kollegen unterwegs ist in so einem Ambulanzwagen, und sie kommen zu diversen Unfallorten und verarzten da die Leute, und wird dann auch ein bisschen Charakterzeichnung betrieben, was das so für Menschen sind, die zwei. Und ja, als dann dieser Banküberfall dann ein bisschen schief geht, uns auch Verletzte gibt, wird diese Ambulanz auch in die Nähe gerufen, weil da auch Polizisten verletzt sind, und sie nehmen den Polizisten mit in ihre Ambulanz auf, und der Krankenwagen wird dann halt gekapert von Jack Gyllenhaal und von William Sharp hier, Yahya Abdul-Mateen, den zweiten, und sie versuchen halt mit diesem Krankenwagen dann zu entkommen, und hinten versucht Isa Gonzalez das Leben zu retten von dem Polizisten, der da drin, der mit der Schussverletzung da drin ist. Und ich will mal nicht zu viel verraten, ich fand's wirklich gut. Ich fand's echt gut. Es war nicht. Isa Gonzalez spielt mit, klar. Ja, die war. Also, ich fand alle Darsteller richtig gut. Und ich fand, im Gegensatz zu manchen anderen Michael Bay-Filmen, die, ja, wir erinnern uns jetzt mal an Transformers oder sowas, ja. Ich fand hier auch die Charakterzeichnung richtig gut. Also, ihnen wurden allen richtig gute, glaubhafte Story wiedergegeben. Natürlich kann man immer irgendwo einen Haar in der Suppe finden, aber. Ich fand auch die Inszenierung wahnsinnig gut. Das ist ja auch immer so ein Ding von Michael Bay. Der hat halt geile Kameraeinstellungen. Ach, ich kann mich da drin weiden. Also das hat man ja bei Bad Boys schon gesehen und so. Das war ja auch, es sah ja so glossy aus und crisp und alles. Und Bad Boys. Herrlich. Genau, es ist witzig, es ist überraschend. Jake Gyllenhaal spielt so super, und auch hier sein Bruder da. Die spielen so geil, und das Ganze hat so einen treibenden Charakter, den ich zuletzt irgendwie bei Speed gefühlt habe, wo eben dieses Auto nicht langsamer fahren durfte, der Bus. Und hier halt auch, weil eben da hinten ist der drin, der gerettet werden muss, und die müssen fliehen mit dem Ding, und dann sind auch sehr, sehr viele eigene Referenzen zu anderen Michael Bay-Filmen drin, und das fand ich so witzig, dass er sich auch so ein bisschen selber seine eigenen Filme so ein bisschen da auf die Schippe nimmt und so. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe das auf Apple TV, weil das war das Einzige, wo es in 4K zu kaufen, zu leihen war für 13,99. Bei den anderen gab es das nur in HD für denselben Preis, und ich habe bei Wer streamt S geguckt, und da stand es da drin. Und
ich habe es nicht bereut. Also es ist natürlich eine Stange Geld und ich wollte den aber gerne im Kino sehen eigentlich und habe es dann aber irgendwie nicht ganz geschafft und hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde mir die Blu-ray holen und werde ihn dann nochmal irgendwie gucken und vielleicht gibt es auch cooles Making-of dabei, vielleicht gibt es irgendeine schöne Special Edition, wo ich mich da ein bisschen reinfuchsen kann, wie sie es gemacht haben. Also das Grading sah auch richtig gut aus und, oh, und dieser Heist, der war so geil inszeniert und mir hat es echt Spaß gemacht. Also ich denke mal für dich oder für euch mal für einen schönen Kinoabend zu Hause, okay, gut, wenn das dann nicht mehr zum Bezahlen ist, sondern wenn der vielleicht irgendwie auf Sky im normalen Programm drin ist. Steht auf jeden Fall auf meiner Liste wegen Isa, also klar. Ja, die hat echt eine coole Rolle und macht Spaß, der Film. Also Ambulance von mir 7,5 von 10. Ich weiß, der liegt in der IMDb irgendwie bei 6 Punkten, ja, aber ich stehe dazu, mir hat er echt gefallen und ich mag solche Actionfilme, die jetzt nicht zu viele, was nicht zu verkopft ist. Und ach, da gibt es auch noch so geile Szenen drin, wenn dann Jack Gyllenhaal zum Beispiel seine, wo das alles ein bisschen schief geht, da muss er so ein paar andere Leute aus Gangs aktivieren, dass die ihm noch ein bisschen mithelfen. Da sind so geile Typen dabei, so irgendwelche von der Mafia, die dann Sachen aufbauen. Das ist alles so herrlich übertrieben und Michael Bay irgendwie, das hat so einen Spaß gemacht. Und sieht so gut aus. Also von mir Ambulance, gute Wertung, schöne Kinounterhaltung. Vielleicht jetzt, wenn ihr das jetzt hört, es wird ja ein bisschen ein regnerisches Pfingstwochenende, den könnt ihr ruhig zu Hause mal klicken. Habt ein bisschen bunte Bilder aus L.A. und schöne sonnige Orte. Und ich gehe mal gleich mal rüber in den Bereich News, da habe ich nämlich was. News. Ich bin ja bekennender Fan der Reihe Schläferz, schlechtesten Filme aller Zeiten. Und jetzt in der Sommerpause von Schläferz, oder weil es auch natürlich ein Riesenerfolg für Tele5 ist, Schläferz, das ist immer so eine Insel in deren Programm, wo wirklich die Einschaltquoten durch die Decke gehen und auch die Social-Media-Beteiligung ist ja absolut irre. Oh, gleich mal, ich muss ja kurz was trinken hier, ich habe mich gerade verschluckt. Ja, die Social-Media-Beteiligung ist irre. Der Hashtag, der trendet regelmäßig, wenn Schläferz läuft. Und die Kommentare, die auf Twitter kommen, sind eigentlich immer die besten. Und ja, es gibt jetzt eine neue Reihe, die heißt Coolfatz. Also natürlich eine Anlehnung an Schläferz. Schlechtesten Filme aller Zeiten, sind aber hier die coolsten. Oder die kultigsten, Entschuldigung, nicht die coolsten. Cool. Die kultigsten Filme aller Zeiten. Und die haben, Rütten und Kalkofer haben sich da 4 kultige Filme erstmal rausgepickt. Es beginnt am 10. Juni mit dem 80er-Jahre-Sci-Fi-Klassiker Flash Gordon. Und wer den noch nicht gesehen hat, guckt den an. Flash! Ah. Und geil. Geht dann weiter mit, gerade noch im Kino gesehen und in der letzten Sendung auch empfohlen, aus der Reihe, nicht der besondere Film, wie heißt das hier, irgendwie eine Wiederaufführung. Am 17.06. kommt Laboum, die Fete, den ich mir auf jeden Fall aufnehmen möchte und gucken möchte. Am 24.06. auch nochmal eine, also absolute Empfehlung von mir, der Klassiker Top Secret, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja, wo wirklich alles gespooft wird. Das war noch vor Nackte Kanone und vor irgendwas. Also das war eigentlich der Film, auf dem das alles basiert von 84, Top Secret. Und am 1.07. das absolute Highlight, Blues Brothers. Das ist natürlich ein absolut kultiger Film aller Zeiten. Und ich bin gespannt, wie sie es machen, weil bei Schläferz gab es ja immer so Bauchbinden mit irgendwelchen dummen Kommentaren zu dem, was man gerade gesehen hat. Also wenn dann gerade mal wieder der Hai irgendwie so völlig schlecht animiert irgendwie jemanden Arm abgebissen hat oder so. Ich weiß nicht, wie sie es bei den kultigsten Filmen machen, ob da auch so Bauchbinden kommen mit irgendwelchen Kommentaren oder ob da einfach... Ja, weil die werden ja die Filme nicht unbedingt zerreißen jetzt, weil die sagen ja selbst, sind kultige Filme, sind ja keine schlechten. Natürlich sind die teilweise ein bisschen schlecht gealtert vielleicht. Mal sehen, wie sie es machen. Ich bin sehr gespannt. Also am 10.06. beginnt es mit Flash Gordon. Den ich mir auch nochmal angucke. Habe ich ewig nicht gesehen. Flash Gordon. Auf Tele5 natürlich, abends, ich glaube, Schläferz war immer 22 Uhr, müsst mal gucken, wann das jetzt genau läuft. Vielleicht beginnen die ja ein bisschen eher. Schläferz war ja meistens immer irgendwelcher Horror-Bloodshed, der dann abends kommen musste, damit sie es uncut zeigen können, aber das sind ja relativ familienfreundliche Filme, glaube ich. Ja.
Alright, das war's mit der News hier. Und ich, auch wenn Kate nicht da ist, ich guck trotzdem Serien. Serien. Eine kurze Empfehlung. Ich habe ja letztens mal The Lincoln Lawyer vorgestellt. Habe ich gestern beendet, die erste Staffel. Saugeil. Ist richtig gutes Ende der ersten Staffel. Da kommen Sachen raus, wo ich dachte, wow, richtig gut inszeniert und toll gemacht. Und sehr gutes Ding. The Lincoln Lawyer auf Netflix. Unbedingt gucken. Sind ja nur 10 Folgen. Wer so Gerichtssachen mag und toll produziert. Gute Weiterführung von dem Film mit einem guten Kniff, um das an den Film anzuschließen, den wir auch in der Sneak Preview mal hatten. Und ich habe gesehen, Endgame, da hast du bestimmt auch schon, wenn du irgendwo mal auf Sky reingeguckt hast, da wird man ja penetriert von dem Trailer, oder? Hast du auch schon diese Werbung? Nee, tatsächlich nicht. Echt nicht? Oh, es kam gefühlt ständig und da habe ich gedacht, ah, klingt interessant. Geht auch um Heist, nämlich Marina Baccarin heißt die, die auch damals bei V mitgespielt hatte und wo hatten die noch überall mitgespielt, weiß gar nicht. Vom Regisseur von Justin Lin, der hat zum Beispiel Fast and Furious gemacht. Ich glaube aber, hat er den ersten? Ja, den ersten hat er auf jeden Fall gemacht. Und Marina Baccarin, die hat, glaube ich, auch bei Deadpool hat sie auch mitgespielt, bei Homeland. Und sie spielt Elena Fedorova und sie wird verhaftet und wird verhört. Und man stellt fest, weil sie eben so Kommentare bringt, dass sie zu aktuellen Geschehnissen, die gerade draußen in der Welt passieren, nämlich da gibt es gerade eine Überfallserie auf Banken in New York, spielt das, glaube ich. New York. Und sie weiß da einiges drüber und sie hat dann auch zum Beispiel so Karten präpariert, hat plötzlich der eine, sagt sie, ja, fassen Sie mal in Ihre Innentasche. Und er fasst da rein, da ist ein Kärtchen drin, da steht was drauf, wo er dann merkt, oh scheiße, die weiß alles. Ey. Und ja, ich habe erst 2 Folgen geguckt, weil es sind erst 2 Folgen bei Sky verfügbar gewesen hier, die habe ich mir aufgenommen gehabt und in den 2 Folgen wird schon so ein bisschen klar, dass sie doch einige, also wird auch die Backstory erzählt von ihr, wie sie irgendwo aus dem Ostblock kommt und da schon von ihrem Vater ausgebildet wurde zum Töten und dass sie auch dann später so ein bisschen allein unterwegs war und hat, wenn irgendwo auf der Welt irgendwelche Warlords waren, die schlimme Sachen gemacht waren, hat sie sich um die gekümmert und hat die irgendwie massakriert oder sowas und da irgendwelche Leute befreit und so. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, wohin es läuft. Es ist aber auch sehr, sehr spannend gemacht und so verzwickt. Also wenn dann jemand so einen riesen Plan hat für so einen Heist und es greift so ineinander, das wirkt irgendwie ziemlich, ziemlich gut. Und vielleicht guckt da auch mal rein. Die Kate hat es bestimmt schon gesehen oder so. Vielleicht ist ja auch auf Sky Online alles komplett verfügbar schon. Ich weiß nicht. Also bei Sky One liefen nur erstmal 2 Folgen. Und Sky One, hier steht es, zeigt ab 29.05. immer sonntags um 20.15 Uhr. Wahlweise auf Deutsch. Ja, genau. Also vielleicht mal reingucken. Und oder auch nicht. Wenn wir bei Serien sind, sollen wir noch ganz kurz 2 Sätze über die Folge von Obi-Wan verlieren. Ja, klar. Mein Spoiler-Tag ist schon wieder weg. Was ist denn hier? So, Spoiler-Warte. Erzähl was zu Obi-Wan. Hammer. Ey, also es ist... Ich kotze ein wenig, dass es tatsächlich wöchentlich warten ist, weil es ist aufgebaut wie einfach ein ganz langer Film, wie ein langer Star-Wars-Film. Und ich finde es immer noch so stark. Ich finde es so unfassbar gut gemacht. Es ist so... auch wenn es ein bisschen unlogisch manchmal ist, also was mir jetzt halt aufgefallen ist, war mal unlogisch, aber drauf geschissen. Es macht unfassbar Spaß. Es sind unglaubliche Momente, wo man einfach dran hockt, so, what? Vader ist so unfassbar gut dargestellt. Mit seiner ganzen Grausamkeit, mit seiner ganzen Verbittertheit und alles. Macht richtig Bock und ich finde es fast schon schade, dass jetzt die Hälfte der Folgen schon da ist. Ja. Das ist so heftig, ey. So heftig auch dann. Auch so teilweise brutal, fand ich. Also das ist auch nichts Kindgerechtes mehr, finde ich. War ganz schön brutal zeitweise. Ich meine, was das Brutalste ja bei den alten Filmen war wo die da in den Schlund von dem Sandwurm reingefallen sind. Ja. Das war noch mit das Brutalste und vielleicht mit der Appenhand. Aber ja, aber hier sind schon einige heftige Sachen drin. Aber sehr gut inszeniert, auch so mit den Gängen und mit der
Ich glaube aber, die hier die Nummer 3, wie heißt die, Schwester 3 oder so, ich glaube, die ändert sich nochmal. Ich habe so ein Gefühl, dass die nochmal, Wenn du das glaubst, hast du keine Ahnung. Ich glaube, die kommt, wird zum Guten. Ja, ah, dann, sag mal, ich denke, du hast Fallen Order auch gespielt. Ja, ach, man weiß es nicht, aber ja. Man weiß vielleicht, es nicht, man weiß vielleicht, es nicht, vielleicht wird sie noch gut, ja. Ich glaube nicht, nein. Auf jeden Fall macht es extrem Spaß, Obi-Wan Kenobi. Ist ja auch irgendwie, was habe ich jetzt gelesen, ein Riesenerfolg für Disney Plus. Also von den Klickzahlen her, von den Zuschauerzahlen. Also wesentlich mehr auch als die anderen Star Wars Serien, die sie hatten. Und krass. Riesending. Ja. Das sind wir, glaube ich, durch hier für Obi-Wan, oder? Dann, ich habe meinen Spoiler jetzt, ich habe es mal umbenannt und habe es wieder aufs Soundboard gelegt. Jetzt geht's. Achtung, Spoilerwarnung. Gucken, ob es bis nächste Woche noch geht. Ja, wenn wir einmal dabei sind bei Obi-Wan, kann ich dir ein kleines Rätsel reinschieben, falls du da eins möchtest. Ich schieb dir auch was rein, du. Obi-Wan, warte. Rätselecke. Solange wie wir auf die Kate warten müssen mit dem großen Rätsel. Aus welcher bekannten Band, vielleicht wahrscheinlich hast du sogar gelesen, aus welcher bekannten Band spielt jemand bei Obi-Wan Kenobi in der Serie mit? A. Red Hot Chili Peppers, B. Rolling Stones, C. Guns N' Roses, D. Foo Fighters. Red Hot Chili Peppers. Ah, okay. Hast du gelesen oder gesehen? Nee, ja. Erkannt, also, ja. Alles klar. Gut, das war die Rätselecke für heute. Ja, willst du mich eigentlich beleidigen oder was? Das, das dir falsch. War die Rätselecke für heute, dann sind wir schon bei. Oh, warte, ich hab auch noch eine ganz schwierige Star Wars-Frage für dich. Ja, ach, oha, Scheiße. Oha, in den Star Wars-Filmen, so der eine Jedi-Ritter ist klein und grün und hat so spitze Ohren. Wie heißt der? A. Yoda, B. Yada, C. Pinkett, D. Smith. Also meins war schon ein bisschen schwerer. Ich bin mir sicher, also liebe. Will er mich hier beleidigen? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich bin mir sicher. Also, Alle 6000 Zuhörer da draußen, ihr habt es gehört, er will mich beleidigen. Der eine oder die andere, vielleicht noch nicht gewusst. Ja. More okay. Na gut. Alles klar. Musiktipps. Warum muss ich eigentlich hier sein? Ja. Musik. Ist das bei dir das, was ich denke, dass es ist? Da. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt der Song im Massive Talent vor, und zwar von The Turtles, Happy Together. Ach, okay, ja. Ich dachte, es ist von den Teenage Mutant Ninja Turtles irgendein Song oder so. Ja, Digga, aber, ja genau. Go ja. Ninja, go Ninja, ja, go, weiß, go Ninja, go Ninja, go. Du hast manchmal kuriose Sachen, die du hier nimmst, ne? Aber okay, Happy Together. Ich nehme mal Remastered, gibt's hier bei so Spotify. Happy Together. Ach, ja, genau. Zur Playlist hinzufügen, okay. Und von mir gibt's, weil ich das letztens mal gehört hatte, und ich hatte es irgendwie gefühlt lange nicht gehört, von Tori Amos, Professional Widow, und zwar in dem Armand van Helden Remix, der ziemlich nach vorne losgeht. Und den packe ich da einfach mal drauf. So, da haben wir die Musiktipps, sind schon drauf hier. Krass, ey. Hammer. Dann sind wir durch für heute. Dann hoffe ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hatten Spaß beim Zuhören, und ja, wer was haben oder wer uns was mitteilen möchte, nutzt am besten die Kommentarfunktion auf kinocast.net oder die üblichen Kanäle. Und dann wünsche ich eine schöne Woche an alle. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche dann. Vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Bis morgen. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao. Der Kinocast.